Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Der zweite Part, nachdem ich gesagt habe, die Session ist vorbei, aber ist ja auch egal. Wir sind immer noch auf dem Planeten, wo die Kollektoren ihr Unwesen treiben. Und jetzt sind hier zwei Husk-Ableger. Im letzten Part, am Ende, wurde ich ja ziemlich fertig gemacht von denen, aber diesmal bin ich einfach schneller. Diesmal lasse ich es gar nicht so weit kommen. Okay, das war's auch schon. Ohne Probleme. Oh, hallo Husk. Hey, wie geht's euch? Das müsste ausreichen. Im Nahkampf bin ich unbesiegbar. War's das schon? Der Transmitter. Ah, gut. Also, das Teil ist echt. Also, diese Waffe hier. Nein, die wollte. Die. Also, ich wollte sagen, diese Waffe hier ist übel. Die ist richtig übel. So. Ja, gut, ansonsten scheint sie nicht viel zu geben. Hier ist zu. Da ist auch, die Tür ist zu. Ah, da ist ein Computer, den muss ich bestimmt hacken. Und dann kommt so der finale Kampf hier, könnte ich mir vorstellen. Ah nee, wir wollen ja die Türme aktivieren und das ist einer der Türme, oder wie? Irgendwas wollten wir doch aktivieren. Wir werden es einfach machen. Ach nee, nicht wieder sowas. Eins. Das zweite ist das hier. Und das dritte ist das hier. Wunderbar. Normandy, hören Sie mich? Joker hier. Das Signal ist schwach, Commander, aber wir hören Sie. Arschtritte für Kollektoren. Edie, kriegen Sie die Verteidigungstürme der Kolonie online? Fehler in der Kalibrierungssoftware sind leicht zu beheben, aber es wird eine Weile dauern, bis die Türme voll einsatzfähig sind. Ich empfehle, sich in Verteidigungsstellung zu begeben. Ich kann die erhöhte Leistung des Generators nicht verheimlichen. Na toll. Wir sitzen einfach nur dazwischen, während sie sich die Geschütze vornimmt. Wir werden sie aufhalten. Kann nicht so schwer sein. Vielleicht nicht. Feindliche Verstärkung rückt an. Ich rate dazu, die Waffen bereit zu machen. Speichern. Kann ja nicht so schwer sein. Shepard, du olle Nudel. Sie können sich nicht widersetzen. Wir können schon. Eure Macht ist für den Arsch. Ich habe ein Problem hier. Oh Mann, wieso kommen die denn von der Seite? Sie werden den Schmerz kennenlernen, Shepard. Und sie auch. Dieser Körper ist unbedeutend. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Nein, werden sie nicht. Okay, doch, vielleicht schon. Initialisiere Notaktivierung. Bitte halten Sie den Verteidigungsturm. Ja, okay, auf die Entfernung ist echt scheiße. Was kann ich denn? Auf die Entfernung brauche ich die Waffe hier. Aber es ist nicht so einfach. Es ist. Ich werde euch vernichten. Es ist echt nicht einfach. Ich brauche Muni. Na, wo seid ihr? Die Kontrolle. Doch lass die Toten liegen, wo sie fallen. Ha, nett. Die Gefallenen werden nicht beachtet. Die Mächte des Universums verneigen sich vor mir. Deine Mutter verneigt sich vor dir. Das tut ihnen gut.
Nicht wirklich. Oh, das tut mir schon mehr weh. Nichts kann mich aufhalten. Ich weiß, dass sie das spüren. Ich weiß es auch, denn ich spür's. Jo, war's das oder kommt noch eine Welle? Bezweifle, dass Feind sich zurückgezogen hat. Mit Verstärkung ist zu rechnen. Danke. Habe ich mir schon fast gedacht. Ah, jetzt kommt er von hier, hä? Jetzt wollt das wissen. Hochfahren initiiert. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 40%. Verstärkung, wir haben ihre volle Aufmerksamkeit. Das kommt, einer ist erledigt. Direkte Intervention ist notwendig. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Gut erkannt, deine aber auch. Schilde sind ausgenommen. Oh nein! Ach du Scheiße. Batterien bei 60%. Was erst? Oh Mann, ey. Ich leg euch alle um. Na, macht's dir auch so viel Spaß. Eine Welle kommt, glaube ich, noch. Mann. Vielleicht kommen auch noch zwei Wellen. Das kann's nicht gewesen sein. Da kommen sicher gleich noch mehr. Wie viele denn noch? Von welcher Seite diesmal? Oh. Okay, ich glaube, jetzt wird's serious. Der sieht ja lecker aus. Ich weiß nicht, was das ist, aber erstmal Abstand halten. Ich glaube, den können wir gar nicht besiegen. Ah, doch! Das kommt jetzt gerade recht. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 100%. Ich habe die Kontrolle. Ja, sie ballern. Boah, ich brauch Abstand. Feuere mit Schiffsabwehrbatterien auf Kollektorenschiff. Ja, feuer doch lieber auf den hier. Angriff wirkungslos. Empfehle etwas anderes. Ja, wie wär's mit fliehen? Boah! Ich kann nicht mal weg. Oh, guck mal, wir sind einfach verbrannt. Oh Mann, ey. Jetzt wäre deine Superwaffe praktisch. Ich habe leider die ganze Muni verballert. Ich muss jetzt irgendwie anders klarkommen. Ich muss den anders plätten. Ich hoffe einfach mal, dass der das gespeichert hat. Wenn ich jetzt wieder alle Wellen machen muss, dann drehe ich am Rad. Okay. Das hat er sich gespeichert, immerhin. Also gut, super Waffe. Vielleicht ist in der Energiezelle was drin. Yo! Yo! Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 100%. Ich habe die Kontrolle. Oh! Ich hab nur ein Problem! Der Typ ist. Angriff wirkungslos. Empfehle etwas anderes. Ich brauche wieder Muni. Feuere mit Schiffsabwehrbatterien auf Kollektorenschiff. Nein, Feuer auf den Typen. Es gibt halt auch nirgends Supermunition. Schilde
Boah, der Typ. Mein Angriff hat nicht funktioniert. Jawohl! Oh. Hat sich aufgelöst. Und das Kollektorenschiff ist voll unter Beschuss. Sehr schön. Was ein Bosskampf. Oh. Sie ziehen ab. Ah, sie hauen echt ab. Lassen Sie sie nicht entkommen! Wir können nichts mehr tun. Sie sind weg. Die halbe Kolonie ist da drin. Sie haben Egan und Sam und Lilith. Tun Sie was! Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich habe mein Möglichstes getan. Kein Grund zur Reue, Shepard. Niemand hätte das besser hingekriegt. Shepard? Moment! Den Namen kenne ich. Hm. Natürlich erinnere ich mich an Sie. Sie sind irgend so eine große Heldin der Allianz. Commander Shepard, Captain der Normandy, erster menschlicher Spectre, Retterin der Citadel. Wieso Retterin? Ich verstehe es nicht. Sie sind gerade in Gesellschaft einer Legende, Delan, und eines Geists. Wir haben so viele gute Leute verloren, und dann wird man auch noch zurückgelassen. Das passt. Scheiß drauf. Ich bin fertig mit euch Typen von der Allianz. Ich dachte, sie wären tot, Commander. Das dachten wir alle. Dieses Gesicht. Ey, aber wieso haben die beide gedacht, ich wäre weiblich? Wegen der pinken Farbe? Also bitte. Shepard ist doch kein Transvestit. Wobei pink natürlich nicht die typisch männliche Farbe ist. Oh Mann, ist das toll. Ja, aber hey, Kaidan ist wieder hier. Es ist zu lange her, Kaidan. Wie ist es Ihnen ergangen? Mehr haben Sie nicht zu sagen? Sie tauchen nach 2 Jahren einfach auf und tun so, als wäre gar nichts passiert? Ich wäre Ihnen überall hingefolgt, Commander. Der Gedanke, dass es Sie nicht mehr gibt. Als würde man einen Arm oder ein Bein verlieren. Oder den Kopf. Warum haben Sie nicht versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen? Warum haben Sie mich nicht informiert, dass Sie noch leben? Ich konnte nicht. Ich lag die letzten 2 Jahre in einer Art Koma, während Cerberus mich wieder zusammengesetzt hat. Oh. Sie sind jetzt bei Cerberus? Ich kann nicht glauben, dass die Meldungen korrekt waren. Meldungen? Sie wussten es schon? Der Geheimdienst der Allianz nahm an, dass Cerberus hinter den verschwundenen Kolonien steckt. Er hat einen Hinweis erhalten, dass diese hier das nächste Ziel sein würde. Anderson hat mir kein Wort gesagt. Aber es gab Gerüchte, dass sie nicht tot sind. Dass sie für den Feind arbeiten. Unsere Kolonien verschwinden. Die Allianz kümmert sich nicht weiter darum. Cerberus ist die einzige Gruppe, die in der Sache etwas unternimmt. Das können Sie nicht ernsthaft glauben. Wir wissen beide, wie Cerberus ist und wozu sie in der Lage sind. Ich wollte die Gerüchte glauben, dass sie am Leben sind. Aber so etwas hätte ich niemals erwartet. Sie haben allem den Rücken zugekehrt, wofür wir früher eingetreten sind. Kaidan, Sie kennen mich. Sie wissen, dass ich so etwas wie das hier nur aus den richtigen Gründen tun würde. Sie konnten es selbst beobachten. Die Kollektoren haben es auf Kolonien der Menschen abgesehen. Und sie arbeiten mit den Reapern zusammen. Ich möchte Ihnen ja glauben, Shepard. Aber ich misstraue Cerberus. Sie könnten die Bedrohung durch die Reaper dazu benutzen, Sie zu manipulieren. Was ist, wenn Sie dahinter stecken? Was ist, wenn Sie mit den Kollektoren zusammenarbeiten? Zu voreingenommen gegenüber Cerberus. Ignoriert die tatsächliche Bedrohung. Sie lassen zu, dass Ihnen das Wissen über Ihre Vergangenheit den Blick auf die Tatsachen verstellt. Mag sein. Oder aber Sie glauben Cerberus etwas zu schulden, weil die Sie gerettet haben. Vielleicht denken Sie nicht vorurteilsfrei. Sie haben sich verändert. Aber ich weiß noch immer, wem meine Loyalität gebührt. Ich bin ein Soldat der Allianz und werde es immer sein. Ich muss mich auf der Citadel zurückmelden.
Dort wird man entscheiden, ob man ihrer Geschichte glaubt oder nicht. Also der hat irgendwie halt voll was gegen Cerberus. Voll anti-Cerberus-mäßig eingestellt. Und Crystal schreibt, Ak on Nse. In Gänsefüßchen XD. Ich verstehe nicht, was sie uns damit sagen will. Aber ist ja auch egal. Ja, komm einfach mit, Mann. Ich könnte jemanden wie sie in meiner Crew brauchen, Kaidan. Es wäre wie in alten Zeiten. Nein, wäre es nicht. Ich werde nie für Cerberus arbeiten. Leben Sie wohl, Shepard. Und seien Sie vorsichtig. Der war eh verpackt im ersten Teil. Der hat nur Probleme gemacht. Joker, das Shuttle soll uns abholen. Ich habe genug von dieser Kolonie. Ha, das ist natürlich doof. Aber wir haben den Kollektor Partikelstrahler. Ei, 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 der ist richtig gut. Wir haben biotischen Schaden. Benutzen Sie den Forschungscomputer. Gruppenbonus. Plus 10% biotischer Schaden. Das ist ja mal richtig gut, ey. Shepard erhält plus 10%. Oh, das ist natürlich okay. Richtig gut. Schön. Dann werde ich jetzt mal... erstmal diese Upgrades angucken und dann noch meine Anzugfarbe ändern, denn ja, es ist schon viel zu lange pink. Es muss Tapetenwechsel her. Laserauge. Shepard, gute Arbeit auf Horizon. Hoffentlich überlegen sich die Kollektoren ihren nächsten Angriff auf eine Kolonie jetzt vorher zweimal. Es war kein Sieg. Wir haben die Kollektoren unterbrochen, aber die Hälfte der Kolonie haben sie trotzdem verschleppt. Das ist besser als die gesamte Kolonie. Und mehr als wir je erreicht haben, seit es mit den Entführungen losging. Die Kollektoren sind jetzt bestimmt vorsichtiger. Aber wir finden sicher einen anderen Weg, um sie zu ködern. Kaldan sagte, die Allianz hätte einen Tipp über mich und Cerberus bekommen. Waren Sie das? Möglicherweise ließ ich durchblicken, dass Sie am Leben sind. Und bei Cerberus. Sie haben das Leben meiner Freundin, meiner Crew und der gesamten Kolonie riskiert, nur um die Kollektoren dorthin zu locken? Ein kalkuliertes Risiko. Ich hatte den Verdacht, dass die Kollektoren nach Ihnen oder Bekannten von Ihnen suchen. Das hat sich nun bestätigt. Ich sagte doch, ich würde nicht rumsitzen und abwarten, während Reaper und Kollektoren immer stärker werden. Außerdem hätten sie irgendwann sowieso wieder eine Kolonie überfallen. Und ohne Hinweis darauf, welche, hätten sie alle verschleppt. Gehen wir in die Offensive. Wir haben sie schon mal verjagt. Geben Sie mir ein Ziel und ich werde zuschlagen. Unser Ziel steht, aber wir können es noch nicht erreichen. Es ist Ihre Heimatwelt. Ich verwende alle Ressourcen darauf, einen Weg durch das Omega-4-Portal zu finden. Wir müssen sie dort angreifen, wo sie leben. Ihr Team muss stark sein und entschlossen. Es gibt keinen Weg zurück. Das gleiche gilt für Sie. Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie mit früheren Beziehungen abgeschlossen haben? Das geht Sie gar nichts an. Vergessen Sie das Ganze. Es darf Ihre Mission nicht beeinflussen. Shepard, sobald wir einen Weg durch das Omega-4-Portal zur Heimatwelt der Kollektoren gefunden haben, gibt es keine Garantie auf eine Rückkehr. Damit es überhaupt eine Hoffnung gibt zu überleben, müssen Sie und Ihr ganzes Team sich der Sache ganz und gar verschreiben. Danke für die Motivation, aber wir schaffen das schon. Ich habe Ihnen 3 weitere Dossiers geschickt. Verstärken Sie weiterhin Ihr Team, während ich nach einem Weg durch das Portal suche. Und seien Sie vorsichtig, Shepard. Die Kollektoren werden sie beobachten.